würde ich doch mal sagen. Oh. Ups. Hallöchen. Hallo Drache. Endlich ein würdiger Gegner. Was hältst du von Pfeilen? Warum greift er nicht an? Gar nichts. Gut zu wissen. Ich gehe dann mal wieder. Oder nicht? Hallo? Yay. Dass die verbrennen, ist mir klar. Was passiert, wenn ich da was drauf tue? Transformation into Mega Super Drache? Oh, nein. Was? Wo ist der hin? Er war nicht real. Das war nur eine Illusion, Porcius. Eine Art Wachhund. Er sah erschreckend echt aus. Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Original. Auf jeden Fall. Meine Güte. Und das Original. Nein, natürlich nicht. Okay, das ist ein ziemlich riesiges Schloss, muss ich sagen. Nein, das machen wir nicht. Wir haben hier eine Holzkiste. Holzkisten sind dann doch noch ein Stück besser als die Kisten, die mein Zauberer beschwören können. Dann können wir uns selbst mit umbringen, wollte ich gerade sagen. Nein. Die hängt schlecht. Besser. Ich habe mir selbst so einen fetten Dorn ins Auge gerammt. Schlau! Na, komm schon. Gut. Etwas früher abspringen und schon ist alles in Ordnung. Na. Wir fahren mit der Autobahn. Hilfe. Auf der Autobahn. Okay, und weiter nach rechts. Das ist ein cooles Gefährt. So muss das sein. Na toll. Hallo. Ja, super. Ah. Okay, Knopf drücken und Knopf drücken. Okay, gedrückt halten. Moment. Wir haben ja inzwischen drei davon, drei Kisten. Sehr gut. Ganz viele Chemiekolben hier. Ganz viel Feuer. Hey, Dampfbad. Auch nicht schlecht. Das Zeug sieht rot aus. Heilt das? Nein, das heilt nicht. Moment, hey, wie kann ich was abmachen? Oh. Jetzt macht es Monster. Okay. Rot, schlecht. Beschwört Gegner. Weiß nicht, ob die Erfahrung bringen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Endlich Erfahrung in einem Spiel ist immer dämlich. Gehen wir erstmal nach ganz oben. Im Zweifelsfall ist das der richtige Weg. Und Spinnen! Die ich vermisst habe. Super. Ich habe irgendwie wenig Leben. Ich habe irgendwie sehr wenig Leben. Moment. So. Das ist doch ein guter Kampfplatz. Komm her. Moment, Feuerpfeile dürften mehr Schaden machen an den Spinnen. Und runter ist sie. Da irgendwo. Ha, das war die Spinne, würde ich sagen. Versuchen wir einfach mal normal rüber zu gehen. Ups, ups, ups. Funktioniert! Fantastisch! Jetzt schon raus? Ich bin gespannt, was da oben eigentlich noch auf mich wartet. Ups, ups. Hier war doch noch irgendwas, oder? Zumindest Erfahrung. Und davon gar nicht mal so wenig. Obwohl, ich glaube, das ist nur eine 2er oder eine 3er. Also keine große Erfahrungsblase. Weiß nicht, wie ich die nennen soll. Ja.
Gut. Zack. Levelaufstieg. So, wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Explosiver Pfeil wäre die Erweiterung von Feuerpfeil. Die Diebe muss irgendwie an Goblin-Schießpulver gekommen sein, als wir unaufmerksam waren. Fügt dem Feuerpfeil zusätzliche Schadens- und Flächenwirkung hinzu. Ein teilweise gespannter Bogen verursacht weniger Schaden. Okay. Hört sich gut an, würde ich sagen. Dann gibt es auch nach Frost, gibt es auch Eispfeile. Die Diebe schießt mit zwei Pfeilen gleichzeitig. Okay. Ich denke, explosiver Pfeil hört sich ganz gut an. Und unten ging es weiter. Mehr Feuer! Juhu! Yippie Haidu! Komm ich da durch? Nein. Das hört sich immer so extrem an, wenn ich mit dem Feuerschwert irgendwo drauf schlage. Drauf trete, genau. Ich nehme mein Schwert und trete irgendwo drauf. Hey! Wenn ich mir hier schon schwingen kann, zwischen Feuer und Verdammnis, mache ich das doch. Yay! Hilfe! Das hätte mich ja nur fast das Leben gekostet. Eine Steinbeschwörungsmaschine. Super. Da war doch ein Schalter, oder? Ich glaube, den würde ich dann mal kurz aktivieren. Rüber. Oh, es geht aber ganz schön schnell wieder. So. Nein. 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 Okay. Können wir so einen Stein nicht einfach mitnehmen? Ja. Okay. Das sollte... Der sollte feuerfest sein. Würde ich jetzt mal vermuten. Sehr schön. Kleines Rätsel zwischendurch. Ah, einfach drüber springen. Ja, das war knapp. Ich gehe mal davon aus, dass die, wenn die richtig treffen, einen Haufen Schaden machen. Hallo. Komm. Ah. Doofe Spinne. Treffen kann sie. Und jetzt stehe ich drauf. Ich stehe voll drauf. Ich stehe voll auf die Spinnen. Okay. Na, Moment. Das muss man doch irgendwie kaputt kriegen. Überlegen wir uns das mal. Feuerpfeile. Irgendwie durchschießen. Ah. Es hat funktioniert. Perfekt. Kriege ich das Ganze jetzt hier raus? Ja. So, überlegen wir mal. Wie wäre es am sinnvollsten? Vielleicht so? Und dann irgendwie... So? Sieht ganz gut aus. Das hier können wir verschieben. Das bringt gar nichts, toll. Hm. Tja, warum nicht eigentlich nach da oben? Geht doch viel leichter. Kann man sich das ganze Schwierige hier sparen. Ah, Spinne. Nervig. Vor allem die Dinger sind riesig. Was gibt ihr denen zu essen? Ich will das auch. Scheint gut zu schmecken. Okay, und da oben werden die Dinger zerstört. Das heißt, wir wollen dorthin. Auf jeden Fall. Na, 1, 2, 3. Das sollte reichen, gut. Eine Spinne mehr. Ich muss sagen, also Hexe oder Drache, ich glaube, ich würde lieber gegen den Drachen kämpfen. Da weiß man wenigstens, woran man ist. Zumindest ein wenig. Aber seit wann haben wir die Wahl? Wir sind Helden, wir machen das, was gebraucht wird. Na komm schon. Hier ein Stück runter. Ja, genau. So, schon fast zu viel.
Geh doch nur da drauf. Muss da eh auf beide Seiten. Das hat schon mal gepasst. Hey, da ist was runtergefallen. Oder? Nein, offensichtlich doch nicht. Na, komm schon. Zu spät gesprungen. Komm schon. Das kriegen wir hin. Jep, perfekt. Geht doch. Genauso. 26 von 50. Also auch wieder auf einem guten Weg in die richtige Richtung. So. Sammelgedicht. Ein Sammlergedicht. Sehr gut. Also ich gehe davon aus, es gibt keine Talismane mehr im zweiten Teil. Was schade ist. Aber gut. Die Entwickler haben sich wohl gedacht, brauchen wir nicht. Sind sowieso schon so toll, die Helden hier. Können das auch so. Na? Moment. Ach komm, komplett neue Konstruktion. Die Zahnräder könnten hier schon fast ineinander haken. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ups, genau. Perfekt. Okay, weiter geht's. Weiter nach unten offensichtlich. Oh, werden hier Monster erzeugt gerade? Ja. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie verhindern können. Wie ist denn damit? Oder kann ich das da hoch dran machen? Na, so zumindest schon mal nicht. Das sieht aus wie ein Verschluss, oder? Das ist ein Verschluss.